Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Jetzt geht's wahrscheinlich endlich richtig los. Das Intro ist mehr oder weniger vorbei, denke ich mal. Und jetzt kommt endlich wieder so rein Action und yeah, also ich will keine von euch rausschmeißen. Truppe, Jiminy's Tagebuch, Namine danken, Charaktere, ja, nur drei. Geschichte gibt nicht viel zu erzählen. Album, Schätze, Beziehungen. Was waren Beziehungen jetzt? Meine Beziehung zu Kairi oder was ist gemeint? Kairi. Oh, die sieht so schick aus. So süß. Also im ersten Teil war sie auch süß, aber süß als kleines Mädchen. Hier ist sie süß im Sinne von. Na jungen, erwachsene. Eine junge, heranwachsende Frau, ihr wisst Bescheid. Freundin von klein auf von Sora und Rico, sowie eine der sieben Prinzessinnen, die der Schlüssel zur letzten Tür zum Reich der Dunkelheit sind. Vor einem Jahr wurde sie von der Dunkelheit verschlungen. Sora und Rico versuchten jeder auf seine Weise, sie zu retten. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass sie zu ihren Heimatinseln zurückkehren konnte. Doch sie hat all ihre Erinnerungen an Sora verloren und schon bald kam sie auch davon ab, die kleine Insel zu besuchen, auf der sie mal zusammen gespielt hatten. Das wollte ich gar nicht, aber gut, dass ich das kann. Predig, Fräulein. Nehmen wir noch. Hier, Dingens, Sora. Der Standard-Sora. Komisch, auf der Hülle sieht er irgendwie ein bisschen anders aus. Naja. Du für Donald und du, Anselm. Ah, mysteriöser Mann, der sich mit Kraft der Dunkelheit bedient. Das sind seine wahren Absichten. Böses! Gut, lassen wir das. Ja, was war das gerade? Moment zurück. Sammlung. Twilight Town. Nee. Achso, das hier ist generell. Und das hier ist nur von Twilight Town. Donnerblitz. Ich habe schon Donnerblitz gelesen. Gut, ich kann, glaube, ich kann mir später alles angucken. Ich werde mich erstmal in Bewegung setzen. Du kannst von jetzt an den Status der Mitglieder deiner Gruppe vom Hauptmenü aus ansehen. Alle Abilities von Roxas und die Taler wurden von Sora weitergegeben. Jiminy's Tagebuch enthält Hinweise darauf, was als nächstes zu tun ist, und Einträge zu vergangenen Ereignissen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen größer geworden. Oder dünner, keine Ahnung. Kommt mir zumindest so vor. Wisst ihr, ich glaube, ich war schon mal in dieser Stadt. Und wie heißt sie? Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Was wollt ihr denn? Nichts. Wir haben uns nur gefragt, was hier hinten ist. Jetzt wisst ihr's. Das ist unser Treffpunkt. Was? Wir treffen uns zum ersten Mal, oder? Ich bin Pence. Heiner, echt nett, euch kennenzulernen, aber ich habe noch was zu erledigen. Ich heiße Olette. Hey, habt ihr schon den Sommerferienaufsatz geschrieben? Freie Themen war ist echt schlimm, was? Aufsatz? Und wie heißt ihr drei? Oh, Entschuldigung. Wir sind Sora, Donald und Goofy. Hallo. Sora, Donald, Goofy,
Wir haben gerade jemanden getroffen, der euch gesucht hat. Der hatte es echt eilig. Er trug eine schwarze Kutte, ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Aber er hatte diese großen, runden Ohren. Der König! Wo habt ihr ihn gesehen? Am Bahnhof. Am Bahnhof, danke. Nun, wir sollten uns wieder um unseren Aufsatz kümmern. Also dann. Oh, Julia, prima! Der König sucht uns! Ja, auf zum Bahnhof. Also, an alle, die dies noch nicht wissen, ich bin nicht der größte Mickey-Maus-Freund. Um es mal nett zu formulieren. Um ehrlich zu sein, hasse ich Mickey Mouse am meisten von allen Disney-Figuren. Genauso wie ich Pikachu am meisten von allen Pokémon hasse. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber als ich Mickey Mouse in der Katze gesehen habe, da habe ich innerlich schon gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich Mickey Mouse nicht mag. Weil ich mag sein Aussehen nicht, ich mag seine Stimme nicht, ich mag sein Verhalten nicht, seine Persönlichkeit nicht. Es gibt so ziemlich nichts, was ich an ihm gutheiße. Und ich weiß nicht mal warum. Also Goofy, Donald, Pluto, alle mega geil, aber Mickey, nee. Hey, ihr, wo kommt ihr denn her? Sucht ihr Nasen etwa Streit mit uns? Streit? Wir haben nicht vor, uns zu streiten. Hey, ganz schön frech bist du. Na gut, ihr Schlauberger. Ich zeig euch mal, wie man sich in meiner Stadt benimmt. Kommt schon! Mann, was für ein Idiot. Aha. Augenblick! Wenn ihr schon kämpfen wollt, warum nicht gleich in einem Struggle-Match? Was? Weißt du, Cypher, ich bin ein großer Fan von dir. Was? Was willst du von mir? Ganz einfach. Ich will noch mehr von deinem grandiosen Kampfstil sehen. Du hast im Turnier deine Klasse bewiesen. Und dann den Titelkampf souverän dominiert. Aber ich krieg eben nicht genug. Verstehst du? Deine Kämpfe sind immer viel zu kurz. Wie heißt du, Junge? Sora. Sora, wenn du kämpfen willst, dann gibst du mir einfach Bescheid. Also ich glaube, Sora ist tatsächlich gewachsen, weil die Hose war im ersten Teil, glaube ich, etwas länger. So, aber diesen komischen Yami-Yugi-Prinz-Zuko-Sprecher-Verschnitt, den mag ich alle. Ja, den Kampf. Das war kein Gegner für dich, weißt du? Hä? Hä? Du da! Komm, ich hau dir auf die Mütze. Ein starken Kampf und ein Struggle. Jemand wie dich verliere ich nicht. Das sehe ich in 10 Jahren nochmal, was ist das dann? Ey, ich hätte dir sowas von auf die 12 gegeben, aber wenn du nicht willst, wenn du feige bist, ja dann. Geht's jetzt zum Bahnhof? Ist irgendwo eine Taste, wo ich die Karte richtig aufrufen kann? Erstellen Status. 30, 18, 25. Ganz schön wenig. Ich sehe da rechts oben die Karte, aber ich nicht so eine Gesamtkarte, wo ich genau weiß, wo ich hin muss? Wahrscheinlich nicht. Trump-Forum. Das Trump-Forum von Donald Trump. Ups. Nee, Donald Trump mag ich auch nicht, falls die Frage jetzt aufkommen sollte. Moment, da ist das Geisterhaus, da will ich nicht hin. Sie auch wieder so komische Bodenmarkierungen, ich nehme es mal an. Schade, dass mir so mal keine krass geilen Tipps geben kann, beziehungsweise er kann sie mir schon geben, aber ich kann sie nicht lesen, weil ich der Internetlose bin, immer noch. Und ich hoffe nicht mehr allzu lange. Du kannst sie festhalten und ich nicht. So, was habe ich dir gegeben, Donald? Zelt. So, das Zelt war, glaube ich, Komplettheilung für jedermann. Oder Heilung auf jeden Fall für jedermann. Mithrilsplitter, das war glaube ich was zum Schmieden und falls nicht,
Ich werde mich bedanken, wenn ich mehr von dem ganzen Zeug habe. Hihihihi. Leider kann ich nicht mehr gleiten. Schade. Nun gut, genug rumgeblödelt. Ich muss was suchen. Nie Platz. Nicht richtig? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin im Kreis gerannt, weil ich ja so unglaublich gut bin. Da Gasse, nee. Wie Goofy rennt, das sieht echt geil aus. Anhöhe, ja. Zum Bahnhof muss ich und diesen Mickey Maus treffen. Oh, warum? Wenigstens weiß ich, dass ich auf der Anhöhe richtig bin. Ich will Mickey Maus nicht treffen. Warum? Ich mag Mickey Maus nicht. Es gibt so viele tolle Disney-Figuren. Naja, egal. Muss nun mal sein, weil Mickey Maus ist nun mal das Aushängeschild von Disney. Komisch, dass ich genau die Aushängeschilde nicht mag. Also Pikachu, Mickey Maus. Aber es ist nicht bei allen Dingen so. Einige Aushängeschilder mag ich. So, meine Kollegen, ich hoffe, ihr könnt noch so kämpfen wie im ersten Teil. Wahrscheinlich habt ihr alle wieder alles vergessen, was ihr drauf hattet. Alle eure krass geilen Moves auch. Und ich habe auch alles wieder vergessen. Bams. Oh, Donald kriegt jetzt schon wieder auf die Schnauze, wie jedes Mal. Hat er... Moment mal. Oh, das kann ich jetzt nicht mehr öffnen. Weil der verschwendet gerade schön irgendwelche Items. Ich glaube, ich muss den mal in Itemgebrauch ausmachen. Donald hat ein Level Up. Booms, komm her. Ich will lieber die Hecke und Angriff. Angriff aus der Hecke. Ab durch die Hecke. Ist das auch ein Disney-Film? Nee, oder? Das ist, glaube ich, ein Pixar-Film. Aber Pixar und Disney haben ja irgendwie eine Kombination, eine Vereinbarung oder eine Koalition oder wie auch immer miteinander. Oder ich glaube, Pixar ist von Disney, in so einem Nebenstudio. Weil Pixar Studios macht ja auch Toy Story. Autsch. So eine Toy Story-Welt in Kingdom Hearts wäre geil, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Naja. Wer weiß. Ich wette in Kingdom Hearts 3, weil ich weiß, dass es Kingdom Hearts 3 gibt. Kommen bestimmt irgendwelche Disney-Welten vor, die ich nicht kenne. Also von Filmen, die ich nicht kenne. Zug und verlass die Stadt. Der Zug weiß, wohin es geht. Hier. Euer Majestät! Der König? War das wirklich der König? Ich denke schon. Nein, ich bin mir sicher. Sagt ihr, dass ihr mal so tut? Der König blieb im Reich der Dunkelheit zurück, stimmt's? Genau. Aber wir haben ihn gerade gesehen. Ja. Und wenn der König hier ist, dann ist es Rico bestimmt auch. So wird es sein. Also, ich gehe Rico suchen.
Dann können er und ich zur Insel zurück. Zur Insel, auf der Kairi auf uns wartet. Was macht ihr beiden jetzt? Och. Donnerwetter, Sora, das fragst du noch? Hey, was gibt's da zu lachen? Eure Gesichter. Na, was meint ihr? Gehen wir noch einmal zusammen auf große Reise? Super. Und wohin zuerst? Zuerst steigen wir in den Zug. So war's. Na los. Talerbeutel von König Altner Beutel. Überraschenderweise befinden sich da 5000 Taler. Also wurde nicht geklaut. Und als ich Mickys Stimme schon gehört habe, haben sich mir schon wieder die Nackenhaare aufgestellt. Ich kann den überhaupt nicht leiden. Aber Goofy hingegen, Goofy ist so mega geil. Das ist der Gott schlechthin. Goofy zählt zu meinen Lieblings-Disney-Figuren. Er hat einen Kristall. Ein wunderschöner Kristall. Er funkelt und strahlt, wenn man ihn gegen das Sonnenlicht hält. Also es ist diese blaue Perle da. Gemeiner Ansehenbericht. Geheimer. Gemeiner. Oh, gemeiner Ansehenbericht. Ey, Anselm, du böser Mensch, du. Vorausgesetzt, du bist ein Mensch. Keine Ahnung. Ein Bericht von Anselm dem Weisen verfasst. Kann in Jimmys Tagebuch eingesehen werden. Achso, es wurde von ihm verfasst. Ja gut, der wird sich wohl kaum selbst beleidigen. Oder er ist gemein und hat einen gemeinen Brief geschrieben. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Anselm ist schon eine komische Gestalt. Wartet! Huh? Hey, Sora. Was gibt's? Eigentlich nichts, aber... Wir wollten euch verabschieden. Irgendwie hatten wir das Gefühl, das müsse sein. Oh. Echt? Danke. Ihr beeilt euch besser mit den Fahrkarten. Okay. Was ist denn? Die sind ja gleich. Ja. Drei Fahrkarten, bitte. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Stadt nicht mehr wiedersehen. Warum nicht? Du grübelst zu viel. Ja, du hast recht. Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir. Es ist schön in Szene gesetzt. Der Anfang war zwar ein bisschen holprig und teilweise langweilig, aber es fängt so langsam an zu... bisschen Fahrt aufzunehmen. Kingdom Hearts 1 kam schneller auf den Punkt. Aber nun, na gut, wahrscheinlich dauert Kingdom Hearts 2 auch länger, deswegen ist das völlig berechtigt. Hä? Ich frag die anderen, ob wir bereit sind. Ah. Ihr? Nee, oder? Oder ihr? Das wäre eine lange Reise, du bereitest dich besser gut vor. Ah, hier liegt ja noch überall Zeug herum. Gut, dass ich nicht versehentlich schon reingegangen bin. High Potion. Kann man immer gebrauchen. Da hinten ist auch noch was Blaues. Ein Zelt, okay. Ist noch ein Zug, da ist ein Speicherpunkt. Den habe ich aber gerade genutzt, weil ich es kann. Da hinten steht auch noch was. Ich habe es genau gesehen. Hier noch was? Nee. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwas übersehe und dann verkacke ich die 100%. Weil, schön, dass ich das jetzt anspreche, vorausgesetzt, ich vergesse es nicht reinzuschreiben. Moment, ich habe den heutigen Part schon hochgeladen. Ich habe es vergessen reinzuschreiben. Verdammt! Ach, egal, ich kann das später nochmal alles korrigieren. Ja, ich habe natürlich vor, und ich kann ja nicht drüber springen, von Kingdom Hearts 200% zu machen, weil Uzuma das gerne sehen möchte.
Und weil das Spiel ja blind für mich ist und ich nicht dazu in der Lage bin, werde ich wohl Hilfe brauchen. Zum Beispiel von Osoma. Ich stehe auf der anderen Seite. Das heißt, ich hoffe, ich übersehe hier jetzt nicht irgendwas essentiell Wichtiges, sonst wäre das doof, weil dann habe ich die 100% schon im Voraus ruiniert, bevor ich sie überhaupt richtig angefangen habe. Das wäre echt suboptimal. Naja, so man kann mich diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Ja, Sora, wegen eures Beutels. Ach, nicht so wichtig. Besucht uns bald wieder, ja? Ihr findet uns an unserem Treffpunkt. Ich hoffe, ich kann hier wieder zurück in die Stadt, sonst geht. Weil dann habe ich verkackt. Von Zeiten, ja. Ich hoffe einfach mal, dass ich, jetzt nicht irgendwas potenziell Wichtiges übersehe. Es ist soweit, unser Abenteuer kann beginnen. Wenn du hier noch was erlegen willst, nur zu. Jetzt ist die letzte Gelegenheit. Das heißt, ich komme hier nicht mehr zurück. Das ist blöd, weil wenn ich hier jetzt was übersehe... ich gehe das Risiko nicht ein. Ich gehe sicherheitshalber nochmal zurück. Man kann ja nie wissen. Ich habe hier eine ganze Menge übersehen. Wahrscheinlich. Und wenn ich hier jetzt was übersehe, dann sind die 100% im Eimer. Und dann bin ich kein allzu glücklicher Wolf mehr. Deswegen möchte ich mir jetzt die restlichen Minuten hier nochmal umgucken. Ich komme hier nicht rein. Toll. Dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Video abfahren. Und es ist jetzt Mitternacht. Hahaha. Genau 0 Uhr ist es jetzt. Mein Bruder schläft heute auswärts. Das heißt, könnte heute so lange aufnehmen, wie ich will. Aber ich will ja auch nicht übertreiben. Okay, da ist die hintere Gasse. Kann ich in irgendwelche Häuser rein? Tromforum. Tromforum. Items aus Läden, in denen du bereits warst, werden auch in Läden in großen Städten verfügbar. Kaufen. Stellt HP und MPR-Gruppe komplett wieder hin. Ah, das war's, okay. Guck mich hier lieber nochmal um, weil wenn ich hier was übersehe, dann... geht. Genau, ich könnte das Struggle-Turnier gegen meinen Kumpel hier machen. Sorgekampfregeln. Kämpfe. Ja, das kenne ich schon. Tromforum. Einkaufspromenade. Nein. Ja, kann ich gegen dich battlen? Kann ich nicht. Okay, von da komme ich. Ne, von hier komme ich nicht. Also doch, von hier komme ich von ganz von Anfang, aber nicht jetzt da, wie ich denke. Okay, dann gehe ich nochmal hier rein und schauen. Was war das? Sofa, auf dem Pens und Ollet miteinander gesprochen haben. Da war ich jetzt klein. Was steht? Klein Heiner geschrieben. Ah. Was gibt's denn? Promenade. Sperrmüll, bitte zum Müllerplatz am Tromform. Da kann ich nicht rein. Ich glaube, ich habe hier alles. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann... ja, das ist doof. Okay. Nochmal da nach unten. Moment, da ist auch was.
Hammerrute. Adamantschild, so. Angriff 2. Angriff 2 Magie 1. 100 Taler. Wie viel habe ich zwar? Gut, So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Blödsinn gemacht. Items. Okay. Angriff 1. Das ist besser. Ja. Moment, du hast dein Zeug schon verschwendet. Abilities. Hoppla. Reflektor, Analyse, steh auf Männchen. Da war das, glaube ich, oder? Nein. Wie geht denn das nochmal? Gruppe. Nö. Irgendwie muss man die doch umstellen können, dass sie nicht die ganze Zeit Items einsetzen. Kamera, normal. Links und Kamera nach rechts schauen. Freunde des Intros. Übungskarte, Vibration. Kommandomenü. Sein Aussehen zu wählen. Wäldern, genau, Bild sein ursprünglicher Aussehen. Schwierigkeitsgrad normal, okay. Bleibt das? Ja. Ah, das ist schon viel besser mit der Kamera. Viel besser. Nochmal einen kurzen Test, um es zu überprüfen. Jetzt ist es gleich. Moment. Egal. Wo macht man das, dass die nicht die Items einsetzen? Das ist jetzt doof. Das ist richtig doof von mir. Jetzt bin ich wieder hier in dieser Promenade. Ah, da ist noch was. Aha. Gut, dass ich nicht abgehauen bin. Wenn ich hier nie wieder zurück kann, dann möchte ich hier, wenn es geht, alles einsackeln. Kaufen. Schattenkettchen. Ich habe kein Geld mehr, verdammt. Die Dunkelresistenz merke ich und erhöht Abwehrkraft ein wenig. Ich habe kein Geld mehr, habe schon alles ausgegeben, verdammt. Immer das gleiche, ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich gehe erstmal hier Bahngleise entlang. Ich weiß, das sind keine Bahngleise, aber... Das habe ich... Genau, das Geisterhaus. Moment, beim Geisterhaus war ich schon. Vielleicht habe ich im Wald noch was gesehen. Wahrscheinlich verschwinde ich jetzt kostbare Zeit. Nein! Und da links ist noch so ein Vieh. Dafür ist echt stark, klar. Ups, ich wollte immer so klingen, ja, und so. Achso, du bist der Typ. Ich glaube, da hinten war noch eine Truhe. Schön umsehen. Da. Komm zu Papa.
Hier war, glaube ich, noch irgendwo eine. Da. Aber da habe ich die schon. Nee, habe ich nicht. Yeah! Jedes Grasfitzel wird abgesucht. Da ist die Truhe auch schon. Habe ich da richtig gesehen? War da eins? Ja, die war, ist aber offen, okay. Wieder zurück zum Forum. Ich hab sie volle Kanne, aber es ist mir egal. Weiß gar nicht, ob das zu den 100% gehört, alle Truhen zu sammeln. Okay, jetzt bin ich auf die Karte angewiesen. Da ist nochmal dieses Bahnstück. Geht's da lang? Einfach nur hier so in so eine Ecke. Weg da! Gut, die sind weg. Geld! Meins! Danke! Okay, da ist wieder so eine. Oh, da hinten, da hinten. Wie komme ich da denn dran? Oh! Oh je. Wieder Halo 2 Style. Ability Man oder habe ich mich jetzt nur verlesen? Wahrscheinlich schon. Noch irgendwas? Nee. Gut, da unten war ich. Da ist nix. Langsam schläft mir der Fuß ein. Das ist so ein, auch so ein ungutes Gefühl. Okay, dann gehe ich jetzt mal da hoch. Ich glaube, da war ich schon, oder? Genau, da hinten war ich schon. Da war ich gerade eben. Oh, 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 oh. Was sehe ich denn da? Komm her. Trillsplitter, geil. Ist keine Ahnung wofür, aber geil. Da oben auf der Bude. Ist bestimmt auch irgendwas. Sehe ich das da unten richtig? Also, das ist offen. Dann hier rüber. Ich überziehe volle Kanne, aber es ist mir egal. Oh, gut. Ja, ich kann da drauf laufen, das ist super. Da aber nicht. Oh, da unten müsste noch irgendwas sein, oder? Nö. Ich glaube, ich komme da hinten gar nicht hoch. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ich mich jetzt auf zum Bahnhof machen. Okay, da geht's lang. Ne, da geht's nicht lang. Dann zahlt der Pfeil dann nach rechts, weil ich doof bin und reinfalle. Und drauf reinfalle. So, ich hoffe wirklich, ich habe jetzt alles, sonst. Meh. Das erklärt alles. Meh. Okay, hier Anhöhe? Ja, Anhöhe.
Perfekt. Noch irgendwo was? Mal kurz schauen. Ich konnte hier noch ein bisschen den Weg da. Ja, oh, hier geht's rein. Hintere Gasse. Moment, da war ich doch schon, oder? Ja, da war ich schon. Ich überziehe total. Aber es ist mir egal. Bahnhofsplatz. Da unten komme ich nicht rein. Ich denke, ich habe ja alles, oder? Moment, was war das? Ich kann noch nicht hinein. Sind sie noch bei der Vorbereitung? Das heißt, ich komme hier zurück. Oh Mann, dann habe ich jetzt alles umsonst abgeguckt. Umsonst die Folge überzogen. Naja, egal. Macht ja nichts. Die Reden will ich nicht. Was ich will, ist speichern. Im nächsten Part steigen wir in den Zug ein und schauen, was uns da erwartet. Gut, dann würde ich sagen, das war Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und immer hier ein anderes Bild, wenn man speichert. Das ist auch schön, weil erst war es Donald, jetzt ist es Goofy und jetzt ist es Sora. Gut. Das war Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.